Dann gibt es noch den öffentlichen Nahverkehr, gibt es ja auch noch. Und da schlagen diese zwei Apps hier im Prinzip heraus. Transporter heißt die eine und die andere als Öffi. Öffi hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Es war früher mal proprietäre Software und ist eben inzwischen seit letztem Sommer dann GBL'd worden, wegen eines Streits zwischen dem Entwickler und Google. Ich habe bisher immer nur Transporter benutzt, deswegen kann ich gar nicht so viel über Öffi sagen. Es hat eine bisschen bessere grafische Aufbereitung. Funktional sollten sie ziemlich, ziemlich ähnlich sein. Sie sollten auch ähnliches Netzwerk abdecken. Das ist eigentlich ein Screenshot von Transporter hier. Ich habe jetzt Öffi ganz neu aufgenommen quasi. Ich habe es mal kurz angeguckt. Öffi ist auch in den USA und da bin ich mir bei Transporter nicht ganz sicher. Aber ansonsten, europamäßig haben sie beide im Prinzip dieses Kerneuropa abgedeckt und ein bisschen Skandinavien. Also gefärbte Länder sind quasi, da ist der ganze Fernverkehr drin. Und diese Pinnennadeln hier, das sind Städte, bei denen das System drin ist. Ich kann also zum Beispiel von Paris, von Haus X nach Berlin zu Haus Y mir den kompletten Weg anzeigen lassen, vom Loslaufen zum Bus, zum Bahnhof und so weiter. Und bei Transporter sieht es dann so aus. Hier bei Öffi ist es noch ein bisschen grafisch, ein bisschen schöner aufbereitet. Aber es ist auch prinzipiell die gleiche Information. Man sieht halt logischerweise, wie ich halt von A nach B komme und welche Verkehrsmittel ich benutze, weil ich umsteige. Und wenn ich dann ins Detail schaue, kriege ich das halt nochmal detailliert hier aufgelistet. Drei Stationen, dann hier aussteigen, ding. Was ich noch ganz cool finde, hier auch wieder OpenStreetMap, wird mir das inzwischen dann auch auf OpenStreetMap angezeigt, was halt auch ganz geschickt sein kann, wenn ich irgendwie in einer fremden Stadt bin. Ich fahre halt nach da und dann sehe ich irgendwie auf der Karte, ach ja cool, da bleibe ich ja irgendwie noch am Brandenburger Tor hängen. Und mein Ticket gilt 2 Stunden, dann kann ich ja einmal kurz aussteigen. Ich reise halt sehr viel, deswegen sind solche Sachen immer ganz cool. Kann ich ja kurz aussteigen und einmal das Brandenburger Tor fotografieren und wieder einsteigen. So wie man es heutzutage macht. Ja. Dann kann ich es alle meinen Freunden schicken, ich war im Brandenburger Tor. Und dann halt weiterfahren so. Also das finde ich auch eine ganz coole Information, ja. Man kann sich das sogar in seinen eigenen Kalender eintragen mit Umsteigen und alles. Also das ist da so mit Share und dann in Kalender eintragen und dann erinnert er das alles. Aber wieso im Kalender? Was mache ich denn dann im Kalender? Einen eigenen Kalender. Also wenn du jetzt CalDAV benutzt mit mehreren Geräten, dann hast du auf deinem Laptop, auf deinem Handy und woanders halt das als Kalendereintrag. Aha. Aber, ja, was ich nicht ganz verstehe, aber ich fahre ja... Also sagen wir mal, es ist 20.30 Uhr und ich gucke nach meiner Verbindung. Ja. Und dann nehm ich die. Warum soll ich die jetzt in meinen Kalender eintragen? Das ist doch eh in 10 Minuten. Ja, also du hast jetzt eine Verbindung, du möchtest dreimal umsteigen, möchtest von Berlin nach Freiburg. Ja, okay, dann, ja, okay, so also Langstrecken, ja, okay. Kann der dich dann anpiepsen, so, oh, ja, in einer Viertelstunde umsteigen. Oder kannst dann auch anderen Leuten sagen, oh, guck mal hier, das ist mein Kram, schickst denen den Kalendereintrag. Und über Kalendereinträge kriegst du es halt auf deine Geräte synchronisiert. Ah ja, okay. Ah, ja. Okay, das ist geil. Ja, okay, ja, bei Langstrecken, okay, da sehe ich den Sinn. Ja, aktuell ist es ja eigentlich. Also wo kriegen wir die Werbung her? Kriegen wir jetzt auf Verschwendung direkt? Ja. Ja, sieht man hier, glaube ich, sogar da. Plus eins. Nee, das ist eine API von öffentlichen Verkehrsmitteln, wo sie gesagt haben, okay, hier gibt es eine API. Bietet uns die an und startet auf das Ding an. Also das ist direkt von den Anbietern. Okay.